Grüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Fuchs und spiele heute ein Spiel namens Shaming True the Zombie Apocalypse The Beginning. Ein Spiel entwickelt von Entertainment Forge und gepublished von Grab the Games. Das Spiel ist übrigens am 8. Juni 2018 erschienen. Und ich spiele es jetzt, weil diesen Monat hier, genau genommen vor 4 Tagen jetzt, von mir aus gesehen, ich glaube 16. April war es jetzt genau, ist Episode 2 erschienen. Also 5 Jahre später so gesehen. Bisschen schade eigentlich. Sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus, was ich jetzt sogar gesehen habe. Es gab sogar jetzt ein Full-Voice-Acting. Das Problem ist halt, das ist halt eben in Englisch dann das Voice. Deswegen werde ich jetzt einfach das Full-Voice einfach übernehmen. Das Full-Voice-Acting. Würde mich auf jeden Fall über ein Like, einen Kommentar und ein Abo darüber freuen, wenn ich mir schon da die Mühe mache. So. Um eines Wissens nach ist es halt so, dass wir halt in einer Zombie-Apokalypse überleben müssen. Und da ist es ja normalerweise so, da müssen wir immer bei den Zombies wegrennen und halt sämtliche Positionen halt eben looten und halt uns mit Vorräten und so weiter eindecken. Und bei dem Spiel ist halt eben der Clou darin, wir machen das nicht selber, sondern wir tun andere dazu beauftragen, das für uns zu erledigen. Und das steht im Grunde genommen auch so in der Beschreibung drin, nämlich steht da drin, kannst du die Zombie-Apokalypse überleben, indem du die anderen Tiere manipulierst, um für dich zu rauben. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das genau wird. Also ich habe jetzt keine Ahnung zu haben, hatte Bilder und Trailer, sah es recht interessant aus und ich würde es einfach mal ganz kurz starten. Hohe Grafik, Vollbild auf Ding und Sprachausgabe habe ich jetzt deaktiviert, wie gesagt. Ja, dann sehen wir mal rein. Gut, ich drücke einfach mal Start und dann gucken wir mal, was passiert. Laden. Lass mich rein! Er ist offen. Es ist der Wahnsinn! Der pure Wahnsinn da draußen! Wovon redest du? Salesman of the Year? Könnte ja auch ein Point-and-Click-Adventure sein. Das Ende der Welt! Ja, klar. Kannst du mir ein Bier aus dem Kühlschrank holen? Du weißt es wirklich noch nicht! Hör doch mal draußen hin, da draußen brennt sogar ein Haus. Was wissen? Willst du mich verarschen? Du hast all die Schüsse und Schreie nicht bemerkt? Naja, wir leben in Berlin, was denkst du? Achso, Entschuldigung, ich dachte, das würde da stehen. Ich dachte, die Tiere würden hier etwas feiern. Oder ist noch Geld in der Sofaritze? Schalt einfach die verdammten Nachrichten ein, Alter! Meine Güte, schon gut, ich guck keine Nachrichten, aber egal. Live von der Beaver Street. Es herrscht kompletter Chaos und völliges Chaos. Es herrscht komplettes und völliges Chaos. Übrigens, Entschuldigung, falls ich mich irgendwie verlese und so. Die Tiere werden verrückt und beißen sich gegenseitig. Wird uns jemand sagen, was los ist? Ist das wahr? Das ist irgendwie aufregend und geil. Ich spüre schon wie meiner... Oh, achso, muss ich selber... das ist irgendwie aufregend. Ich spüre schon mich in meine Hose. Was? Bist du verrückt? Die wahre Zombie-Apokalypse findet gerade statt. Überrascht. In Ordnung. Was sollen wir tun, Hank? Nun, wir werden nicht da rausgehen. So viel ist sicher. Du hast doch etwas Koks mitgebracht, oder? Oh Mann, warum rede ich überhaupt mit dir? Aber ja, ich habe etwas zum Ziehen mitgebracht. In Ordnung, dann lass uns die Weltuntergangsparty mal starten. lass mich mal nur alle anrufen. Verdammte Scheiße. Kein Empfang. In Ordnung, vergiss den Plan. Lass uns etwas Produktives machen. Ich habe eine Idee. Okay. Wir schauen uns meine gesamten Zombie-Blu-Ray-Sammlung an. Um uns auf die Zombie-Apokalypse vorzubereiten? Na klar. Das klingt doch mal vernünftig. Ich versuche übrigens... Aber warte. Ich versuche hier übrigens, jeden Einzelnen eine Stimme zu geben. Es kann natürlich auch sein, dass in späteren Folgen ich wahrscheinlich die Stimmen nicht mehr drauf habe. Dementsprechend möchte ich mich gleich mal entschuldigen. Wenn das so ist. Was? Sollten wir nicht die Vorräte auffüllen? Entspann dich, ich bin auf diese Situation vorbereitet. Ich habe hier ein ganzes Jahr Essen und Trinken im Haus. Dann such dir einen von diesen aus. Shaun of the Dead, cool. Austin Powers. Kam in Austin Powers, da kamen keine Zombies vor. Nach der lebenden Toten. Nimm mal Shaun of the Dead. Gute Wahl.
Ist auch ein toller Film. Verdammter Mist! Dir wurde gerade der Strom abgestellt. Keine Sorge, das passiert manchmal. Ich bin sicher, die werden es im Handumdrehen reparieren. Wer wird es reparieren? Ach ja, die Zombie-Apokalypse. Stimmt, da war was. Schon wieder vergessen. Ach, verdammt, verfluchte Scheiße. So, das war's Intro. 4 Monate später. Larry! Wach auf! Ich bin wach! Komm her! Noch ein Läufer! Oh, Scheiße, warte mal! Das ist ein abgefahrener Scheißkerl! Wo? Im Park! Das Pferd? Ja! Er ist bereits ein Dutzend Zombies ausgewichen! Wow, nicht schlecht! Ah, ja, Mann! Ich hab gerade überlegt, warum reagieren die so auf ein Pferd, aber es sind ja Tiere. Okay. Sieh ihn dir an, wie er rennt. Er sieht aus wie Tom Cruise da draußen. In welchen Film? Ich weiß nicht. In jedem Film? Stimmt, das Pony hält ihn nicht an. Er ist kein Pony, er ist ein Pferd. Das ist es, was sie wollen, dass du glaubst. Wie auch immer. Sieh mal, er ist noch ein ausgewichen. Das könnte das erste Tier dieser Woche sein, das den Lauf durch den Park überlebt. Achso, es war er hier. Möchtest du es interessanter machen? Ich wette mit dir um 2 Bahnen Koks. Er wird sterben, er wird es schaffen. Er wird es schaffen. Alles klar. Komm schon, Pferdchen! Was ein Prachtkerl. Und der Jockey ist, wo er oben drauf sitzt. Oh. Pass auf den Zombie an der Ecke auf, du Idiot. Komm schon. Das wird sein Ende sein. Nein, Pferdchen. Ah, Scheiße. Er ist erledigt. Sie ignorieren immer die Ecken. Naja, gut, das sind Fluchttiere. Die können nur nach vorne und zur Seite gucken, aber nicht um Ecken. Warte. Wir haben nicht gesagt, was ich bekomme, wenn er stirbt. Nun, vergiss es einfach. Wir haben kein Koks mehr. Und Essen. Und Toilettenpapier. Verdammte Scheiße. Naja. Du gehst einfach in den Laden und holst ein paar Vorräte. Was? Warum ich? Weil wir mein Essen 4 Monate lang gegessen haben. Zum Teufel, nein, ich bin zu klein. Was? Und ich bin groß? Stimmt, er ist genauso groß wie er. Du bist ein Kaninchen. Du kannst direkt vor der Angst weghüpfen. Vor Ärger weghüpfen. Ich bin 63 Jahre alt. Das ist ein sehr hohes Alter für einen Hasen. Ich hüpfe nicht mehr. Ich bin 28. Das ist viel für meinen Lebensstil. Gutes Argument. Nun, es ist einfach wunderbar. Weißt du was? Ich helfe dir dabei. Haben wir diesen Walkie-Talkie von Noch in Mein Man? Ja, die waren unmöglich zu verkaufen. Ich steige in den Van. Er ist direkt vor der Tür geparkt. Und ich werde dich mit dem Fernglas auf den Dach und mein Walkie-Talkie führen. Endlich kannst du den perversen Upgrades von deinem Van zum Einsatz bringen, was? Du hast es nicht mehr benutzt als ich. Ich habe nur die Zoom-Kapazität des Fernglases überprüft. Ja, jedes Mal, wenn du im Van warst. In Ordnung, wie auch immer. Lass uns einfach diese dumme Sache hinter uns bringen. Er ist jetzt vorne. Und speichern. Hank? Bewegen Sie mit der Maus oder? Hank? Siehst gut aus. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Du lebst noch. Fühlst du dich im Van wohl? Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Mating Machine. Ich habe die alte Paarungsmaschine. Oh Gott. Also es hat schon mal einen guten Humor. Ich habe die alte Paarungsmaschine wirklich vermisst. Schade, dass sie keine Bunnies mehr anlockt. Ihr hattet eine so schöne Zeit in diesem Ding.
Gott sei Dank haben sie Unruhen auf der Straße, sind sie nicht zerstört. In Ordnung, in Ordnung. Ich fühle mich hier etwas unwohl. Sieh dir nur das ganze Blut an. Also sieht es sicher aus, um reinzugehen. Soweit ich es beurteilen kann, Jepp ist sicher. Ne? Ich gucke mal lieber nochmal rum. Naja, gut, hier sind ein paar Nägel, hier ist überall, da liegt ein Arm. Also bis jetzt sieht alles gut aus. Jepp ist sicher. Ich mache schon noch schnell ein Bier auf. Okay. Okay, ich gehe rein. Die Tür ist verschlossen. Wird mir stinken, wenn ich du wäre. Wovon redest du da? Die ist kaputt. Einfach durchs Fenster gehen. Stimmt eigentlich. Willst du, dass ich mich an diesem zerbrochenen Glas lebendig gehäutet, wenn ich mich durchquetsche? Sei einfach vorsichtig. Nee, ich habe mein Werkzeug zum Schlösserknacken dabei. Weißt du, das ist nicht die beste Zeit, um anzugeben. Nein, ich gebe nicht. Ach, halt die Klappe. So, klicke die linke Maustaste, um zu drücken. Das haben sie ein bisschen, das ist ein bisschen blöd hier unten abgeschnitten gerade. Aber gut, linke Maustaste. Okay, so funktioniert normalerweise kein Schloss, aber ist mal wenigstens mal eine andere Schlösserknacktechnik. Wenn ich mir so anschaue, die meisten Spiele, die ich habe, sind die Bethesda Schlösserknack-Ding da. Naja, gut, egal. So. Okay, okay, ich bin beeindruckt. Du hast eine weit geöffnete, kaputte Tür geknackt. So, reingehen. Ich bin dabei. Oh, Scheiße. Was? Du musstest dir ja unbedingt einen Laden aussuchen, der bereits leergeräumt wurde. Da muss noch etwas drin sein. Immerhin hat er 24 Stunden geöffnet. Nun, lass mich ein wenig umsehen. Es gibt ein paar Schachteln Zigaretten. Jackpot. Achso. Ja, nimm mit. Alles mitnehmen. Zigarettenschachteln, volle Zigarettenschachtel. Zigarettenpackung. Und. Oh, First Loot. Lootet your first items. Nun, ich schätze, das war's. Nun, ich schätze, das war's? Warte, da ist noch eine Tür. Sieh sie dir mal an. Oh, Alter, ich weiß nicht. Kannst du sehen, ob es sauber ist? Ich kann nicht wirklich in den anderen Raum sehen. Was? Das Fenster im Raum ist mit etwas bedeckt. Nun, das ist einfach großartig. In Ordnung, in Ordnung. Geh einfach rein. Nun, wenn du nicht willst, dann werden wir heute Zigaretten essen. Ja, komm, essen wir Zigaretten heute. Ich will das Zimmer überprüfen. Wie wäre es mit ein oder zwei Tagen Fasten? Das ist tatsächlich sehr entgiftend. Es wird Fasten genannt, wenn man tatsächlich die Wahl hat, etwas zu essen. In unserem Fall nennt man das Verhungern. Ja, recht hat er. Ja, ja. Ich werde es mir das mal ansehen. Was soll denn da schon sein? Es ist alles sauber. Du solltest derjenige sein, der diese Frage beantwortet. Wirst du wohl einfach da über ihn wegkommen? Nun, hier drin ist es scheißdunkel. Ich kann kaum etwas sehen. Hallo? Sind hier irgendwelche Zombies? Wenn sie antworten können, dann wären wir wirklich am Arsch. Also es gibt einen Kühlschrank in der Nähe der Tür. Und ich glaube, ich sehe ein Fenster mit einer Decke darüber. Ja, ich kann das Fenster sehen. Geh und nimm die Decke runter. Es könnten mehr Dinge geben, die man da drin ausblenden kann. Oh, Alter, ich weiß nicht. Was ist, wenn etwas im Dunkeln ist? Sei kein Weicher. Sei kein Weicher, zieh die Decke weg. Fick dich. Oh, das wollte ich nicht sagen. Hör mal, glaubst du nicht, dass wenn die Zombies da drin wären, die dich schon angegriffen hätten? Gutes Argument. Ich weiß nicht. Okay, na gut. Ich riskiere mein ganzes Leben, um deine dumme Decke zu entfernen. Ich glaube, ich sehe dich. Ist alles in Ordnung? Larry? Ja. Was machst du da?
Was passiert, wenn ich sie entferne und sie mich etwas anspringt? Oh, jetzt nimm das Ding endlich weg. Okay, okay, ich entferne sie. Ja! Was ist los? Nichts. Eigentlich alles gut. Ich guck mal kurz, vielleicht hat er ja irgendwie einen ange... Du bist ein bisschen weich in der Birne, weißt du? Halt's Maul, ich würde gerne sehen, wie du damit umgehen würdest. In Ordnung, geht's was sonst noch was zu plündern? Ja, ich sehe ein paar Snacks. Jawohl. Erledigt. Das war's. Ich gehe zum Kühlschrank. Ah, Mist. Es ist mit einem Schloss verschlossen. Jetzt ist an der Zeit, deine Fähigkeit im Bereich von Schlösserknacken zu zeigen. Auf keinen Fall. Es ist einfach ein... Es ist eines dieser winzigen, seltsamen Schlösser, die kaum auszusprechen sind. Dann finde etwas, mit dem du es kaputt machen kannst, Mann. Oh, ich sehe ein Rohr hier rumliegen. Ich werde versuchen, das alles Hebel zu benutzen. Komm schon! Vergiss es. Es ist zu stabil. Oh, da kommt ein Vogelpenner. Oh, Junge. Was? In Ordnung, Larry. Du hast eine andere Rohrverwendung. Es wird dir nicht gefallen. Was? Was ist los? Da ist ein Zombie, der direkt auf das Gebäude zusteuert. Was? Ist das dein Ernst? Yep, er ist gerade reingekommen. Oh, verdammt, was kann ich tun? Ich kann ihn hören, was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Das ist alles deine Schuld. Du und dein dummes Essen. Okay, ich sag dir was. Was? Was? Du hast gegen ihn kämpfen müssen, versuch die Gitter am Fensterhaut zu durchbrechen. Ja gut, weil es ist schwierig. Das eine macht Lärm und lockt ihn an. Ich weiß nicht, kämpfen ist eigentlich sinnvoll, aber ich will das trotzdem mal die Fenster machen. Okay, das ist klug. Komm schon. Scheiße. Ich kann die auf keinen Fall entfernen. Was ist mit dem Rohr kaputt? Quetsch dich durch. Okay. Ich versuche es. Beeil dich. Beeil dich. Der Zombie kommt. Oh, scheiße. Er kommt auf dich zu. Tosäckig. Ich kann nicht. Scheiße. Stopp! Autsch! Hör auf! Mach ihn platt! Harry, hör auf! Gib mir das! Autsch! Er hat mich gebissen! Hank, ich bin erledigt! Was zum Teufel machst du, du blöder Idiot? Du bist kein Zombie? Sehe ich aus wie ein Zombie? Absolut verdammt, ja. Mehr als echte Zombies. Du kannst mir meinen Whisky aus der Hand schlagen. Du hast Glück, dass es ja nichts gebrochen ist. Also Rülps. Das mach ich jetzt nicht. Arschloch. Was zum Teufel ist mir denn los mit dir, Papagei? Hörst du dir selbst zu? Wer ist das? Das ist mein Führer. Er ist derjenige, der gesagt hat, dass du ein Zombie bist. Na, ich soll der Führer bist, Kerl. Du klingst und siehst aus wie einer. Warum? Weil ich grün bin? Weil du besoffen bist. Wer macht solche Geräusche? Ich mach Geräusche. Sage, ich mach lieber Hicks. Ich will ja niemanden jetzt ins Ohr rülpsen, obwohl ich's könnte. Wie ich will, Mistkerl. Also, was machst du überhaupt hier drin? Plündern. Ich habe es geschafft, in diesen dummen Kühlschrank zu öffnen, als du reingestolpert bist. Also, ich habe es nicht geschafft. Sieht aus, als könnte da drin etwas Alkohol sein. Ich sag dir was. Ich werde ihn für dich öffnen, aber ich werde uns teilen. Was ist mit 50-50? 50-50? Ich habe ihn zuerst gesehen. Das ist mein Kühlschrank. Na, du hast nicht mehr geöffnet. Und du schon? Ja, ich kenne. Zum Teufel kannst du das. Aber wenn du schaffst, die
Aber wenn du es schaffst, durch Wunder schaffst, die Kette zu durchbrechen, gebe ich sie hier. Ein Drittel von dem, was drin ist. Nein, ich will die Hälfte. Komm schon, ein Drittel ist genug. Du kannst nicht mal so viel tragen. Und du schon? Ich muss es nur ich muss es nur in eine Wohnung tragen. 2 Minuten für dich entfernt. In Ordnung, ein Drittel reicht. So. Was? Du hast Schlüssel? Du hast den Schlüssel gefunden? Locke, genau auf dem Boden hier. Gut gemacht, Larry. Wie sollte ich in diesen riesigen Schlamassel einen witzigen Schlüssel erkennen? Ein betrunkener Zombie-Papagei hat ihn erkannt. Hey, dein Wusel ist ein Zombie. Das ist möglich. Weißt du was? Ich sagte, ich würde dir nur dann einen Teil der Beute geben, wenn du die Kette kaputt machst. Stimmt eigentlich. Du hast geschummelt. Hör zu, ich habe einen Teil getan, das müsste dein tun. Das ist doch Schwachsinn. Bring mir die dazu, dieses Rohr noch mal benutzen zu sollen. Wie auch immer. Hier, such dir das aus. Ah, ein Drittel, was haben wir denn hier? Likör, Kirschgeschmack, Wodka, stark. Limonade. Wie viel darf ich jetzt eigentlich nehmen? Oh, wir nehmen die Limo. Wir nehmen alles. Nee, Moment, so viel darf ich nicht nehmen. So. Na komm, den Wodka lassen wir auch. Wir sind bleifrei unterwegs. Mich um meine Beute zu betrügen. Ja, hätten wir nehmen sollen. Du hast mein Flügel mit deinem verdammten Rohr verletzt. Dir geht's gut. Ja, ist ein riesiger Truck auf dem Weg zu dir. Das kann nicht gut sein. Hey, Zombie-Karl. Was machst du denn auf der Seite der Stadt? Haha. Sie finden also auch, dass du wie ein Zombie aussiehst? Nein. Du nennst mich Zombie, weil ich so cool bin wie einer. Weil ich Zombie-Karl bin. Warum nennt ihr mich so? Darf ich das fragen? Wo ist der Unterschied? Wir müssen ein bisschen dümmer machen. Also, wer ist dieser Hund bei dir? Schön, dass du fragst. Dieser Junge versucht mich zu verarschen. Das ist ganz schweigend, bevor er gerade versucht hat, mich zu morden. Ach, ist das so? Was hast du da, Junge? Oh, komm schon, Alter. Ich brauch das Zeug wirklich. Brauchst du es mehr als unser guter Freund Karl hier? Also, wirst du ihn einfach bestehlen? Nein, es ist nicht so. Es ist nur... Larry, lass mich mit ihm reden. Was zum... Hallo? Wie liegt denn ab? Wir hatten einen Deal mit dem... Zombie hier. Es geht wirklich um nichts an, aber... Wer ist dieser Idiot? Das ist der Typ, den der Hund gesagt hat, das soll mich verprügeln. In Ordnung, das war's. Gib mir die ganze Beute. Der Papagei übertreibt total. Entweder gibst du uns jetzt deine ganze Beute, oder wir brechen dir die Knochen und nehmen sie uns selbst. Psst, Larry, hör zu. Warum flüsterst du? Lauf einfach weg. Was? Bist du verrückt? Hä? Was ist los? Nichts. Das dumme Walkie-Talkie kaputt. Ich werde nichts tun. Sie werden mich fangen. Ich bin seit 4 Monaten nicht mehr gelaufen. Wie zum Teufel soll ich denn rennen? Das sind Bullen. Sie sind groß und langsam. Lauf einfach in ein Gebäude und versteck dich. Was kannst du sonst tun? Einfach wie die Muschi dastehen, einfach wie eine Muschi dastehen und dich von ihnen ausrauben lassen? Verpiss dich, Hank! Komm schon, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich weiß nicht. In Ordnung, scheiß drauf, ich werd's tun. Ja, tu es. Hey, der rennt weg. Ups. Netter Versuch, Hundchen.
Larry, ich fass es nicht. Weglaufen ist nie die Lösung. Das war deine verdammte Idee. Das ist alles seine Schuld. Bitte töte mich nicht. Okay, wie war's damit? Nehmt 30% seiner Beute und wir sind Kids. Nicht so ungut. Wir werden keinen Beefs haben. Wir werden keinen Beef haben. Ich verspreche es. Hat er gerade Beef gesagt? Kein Beef? Oh Mann, ich weiß, dass er das nicht gerade gesagt hat. Mir war nicht klar, dass ich... schon gut. ihr versteht, was ich mal sagen will. Du hast deinem Freund hier gerade einen höllischen Tag Prügel eingebracht, lustiger Kerl. Barney, warte mal eine Sekunde. Was ist hier los? Ich habe es wirklich nicht so gemeint. Hast du den Verstand verloren, Idiot? Du bringst mich noch um. Worüber reden die? Woher soll ich das wissen? Okay, der Prozentsatz, den du vorgeschlagen hast, ist in Ordnung. Gib es einfach her. Wirklich? Ja. Beeil dich. Ja, lass mich gehen einfach so, das verstehe ich jetzt auch nicht. Wenn ich es mir recht überlege. Nein, nein. Vergiss die Zweifel. Wer braucht schon Zweifel? Ja, ich war nur neugierig. Du schienst gerade eben noch ziemlich bleich gewesen zu sein. Soll einfach mal die Klappe halten? Du hörst besser auf deinen Kumpel. Ich sage nur, dass es seltsam ist. Vielleicht sollen wir all deine Beute nehmen und dich bewusstlos schlagen. Ist es das, was du willst? Nein, 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 ich habe nur... Es gibt sie, ja, oder wir nehmen sie uns selbst. Okay, okay. Okay, Hälfte der Beute einfach abgeben. Naja, gut, die Zigaretten, scheiß auf die Zigaretten. 30% brauchen wir. Ah, nee, 3 muss ich noch machen. Ein LP. Ah, okay, verstehe. Und eine Limo. Das wären 30% so ungefähr. Hier. Jetzt verzieh dich, du dreckiger Köter. Und sag deinem Freund, dass die Zombie-Abkürze keine Entschuldigung für Hassreden ist. Okay. Na, hoffentlich lauern die mich jetzt nicht zu Hause auf. Hank? Wo bist du? Hank? Moment. Ich bin hier. Wow. Junge, der hat dich aber ganz schön erwischt. Ja, ich weiß, ich war dabei. Das hätte nicht schlechter laufen können. Du wirst es morgen besser machen. Nein, verdammt. Ich kann... Es hat sich kaum gelohnt. Ja, wem sagst du das? Ich hätte besser mit den Bullen verhandeln sollen. Ich bin professionell erstklassiger Verkäufer zum Kohl. Zum Kohl, verdammt. Stimmt eigentlich, da oben fehlt das Schild inzwischen. Du warst vor 20 Jahren ein professioneller Verkäufer. Das bin ich immer noch. Ein Teufel bist du. Du hast mich da draußen fast umgebracht. Übrigens, ich habe das gefunden. Was ist das? Mein altes Verkaufsnotizbuch. Ich habe all meine besten Taktiken in dieses Ding geschrieben. Es ist vollgepackt mit wirkungsvollen Prinzipien zur Manipulation von Menschen. Und von Tieren natürlich. Das hat mich zum Millionär gemacht, Larry. Willst du jetzt wieder Lebensversicherungen verkaufen? Es ist eine Schande, dass, was das den Alten der Tieren antut. Nein, ich werde... Oh, scheiße. Was zur Hölle? Dieser Scheißkerl ist dir gefolgt? Ist das ein rassistischer Freund? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Nein. Da bist du euch mein Haus. Schande über dich, Kaninchen. Und das in der heutigen Zeit. Wir müssen den Mund dieses kleinen Tierchens mit Seife auswaschen. Okay, jetzt muss ich. Oh Gott, ich habe deine Mutter gestern mit Seife gewaschen. Weißt du, wer das mit dem Kleinen anders aussieht? Die Folge ist eigentlich schon um, soll ich die hier so. Ach, weißt du, was das war noch? Ich habe deine Mutter gestern mit Seife gewaschen.
Hörst du wohl auf damit? Wie auch immer, Barney, lass uns sehen, was wir hier haben. Essen, Medizin, Haushaltsgeräte. Sieh dir das an. Was hast du gefunden? Dieser Herd ist genau der richtige. Hat ihr eine Suppenküche oder so? Du willst uns einsammeln, indem du meinen Herd stiehlst? Wir ereiteln euch rassistischen Bastarden heute eine Lektion. Wir nehmen alles, was ihr hier habt. Bruder, wirst du mir dabei helfen? Ja, klar. Sieh dir das an, Larry. Sieht aus wie eine Liste von Gegenständen, die sie sammeln. Für eine Plünderer-Gildengemeinschaft. Wirklich? Gib her. Warte. Da ist auch eine Karte für gute Orte zum Plündern. Hey, leg das weg. Viel Spaß mit meinem dummen Herd, ihr dummen... Büffel. War eine Beefburger. Was zum Teufel, Hank? Du kannst doch nicht so einen Scheiß sagen. Schnell zu meinem Van. Und sperrt die Tür zu. Autsch, du hast den Herd auf meinen Fuß fallen lassen, Bruder. Entschuldigung. Komm schon, die Rassisten haben die Karte gestohlen und ich habe ein Achievement bekommen, die heißt Call to the Adventure, Left to the Safety. Verlasse Hanks sicheres Zuhause. So. Und was wir auch erreicht haben, ist das Folgenende. Grunde genommen. Jetzt warten, lassen wir die beiden hier noch ein bisschen so hier. So, und da werde ich jetzt in der nächsten Folge dann ansetzen. Nein, jetzt habe ich sie übersprungen. Jetzt weiß ich leider nicht, was ich gerade gesagt habe. Entschuldigung. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von, das ist so ein ewig langer Name, ich habe ihn nicht gemerkt, Entschuldigung. Shaming through the Zombie Apocalypse, the beginning. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen und wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dann, tschüss.